Bitte, o Herr, verlasse diesen Körper. Bitte hilf diesen Menschen, dass der Teufel oder die Dämonen aus dem rausgehen. Füll mich, o Herr, so habe ich das bei Torik gelernt. Hier gibt es ein Video vom Y-Kollektiv von gestern, aber nur in der ARD-Mediathek, noch nicht auf YouTube. Deswegen hoffe ich mal, dass hier der Player funktioniert. Der hatte nämlich manchmal sich so ein bisschen angestellt. Gesund durch Jesus, Exorzismus und Heilungsdienste 2.0. 2.0 kann bei denen entweder heißen, einfach Jesus nur zweiter Teil. Bitte. Ja, bitte. Oder es heißt 2.0, wie es eigentlich bedeutete, Web 2.0, also dass das jetzt im Internet ist. Dass du jetzt durch Jesus gesund wirst, aber im Web 2.0, also im Internet. 2.0 ist irgendwie ein ganz komisches Wort, das ist so wie POV. Das wird, glaube ich, mehr falsch verwendet als richtig verwendet. Aber let's go, ich bin gespannt. Kann man hier mit Leertaste? Okay, immerhin das geht. Wenn man, glaube ich, mit Maus, wenn man nach vorne geht, dann geht man 17 Sekunden aus irgendeinem Grund. Okay, bei YouTube sind es 5. Eine besondere Dienstleistung wird auf diesem Kanal angeboten. Hier sollen die... Tatsächlich einer der... Obwohl, das ist wahrscheinlich international, ne? Der Kanal hat wieder nur 36.000 Abonnenten. Die machen richtig oft so... Reportagen über irgendwie so super kleine Phänomene und sagen so, hier, das ist im Internet jetzt gang und gäbe, das ist an jeder Ecke. Und dann sind das immer so winzige Rabbit Holes. Ja, und da steht hier, Wahrheitsbewegung steht hier auf Deutsch. Okay. Ey, aber die haben halb so viele Abonnenten wie ich auf meinem Hauptkanal und über mich machen die, also, ja, Y-Kollektiv macht keinen Beitrag über mich. Ein echtes Horrormeister. Habe ich nicht geguckt, kann ich nichts zu sagen. Danke sehr, Tripmaster Monkey. Für den 33. Monat. Dankeschön. Dämonen ausgetrieben werden. Das nennt man Exorzismus. Geil. Und ich wette, das ist alles echt. Wenn ihr im Internet ein Video seht, wo irgendjemand so rumzappelt und jemand anders steht daneben und sagt Zaubersprüche auf, jemand sitzt im Rollstuhl und plötzlich steht der auf und tanzt herum, dann ist es garantiert tatsächlich ein echter Rollstuhlfahrer und der kann dann wirklich danach laufen, was vorher nicht ging. Ich wette, im Internet so ein Video zu faken, das ist schwierig, das geht nicht. Also, dass man einfach sich einen Rollstuhl leiht oder kauft, so teuer sind die ja gar nicht mal, wenn du einen gebrauchten nimmst, und dass sich da jemand, der laufen kann, reinsetzt und dann einfach nach dem Zauberspruch aufsteht, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das sind schon wirklich tatsächliche Wunder, die ihr da seht. Ja, man sollte schon alles glauben, was man im Internet sieht. War das gerade Torik oder war das wer anders? Wenn hier irgendwie Torik mit dabei ist, dann sagt, ne? Nietzsche 23 klingt sehr vertrauenswürdig. Ja, finde ich auch. Ich habe übrigens, apropos Rollstühle, ich habe gestern ein Video gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf die Schnelle finde, aber hier. Also es gibt so eine Firma, die hat so neue Rollstühle erfunden, mit denen man Treppen hochgehen kann. Ich weiß nicht, ob man das hier findet, weil ich habe mir schon lange irgendwie gedacht, warum macht man eigentlich an jedes Haus eine Rampe dran und warum macht man nicht an die Rollstühle einfach irgendwelche Apparaturen, dass sie mit einer Treppe klarkommen. Und es gibt verschiedene Konzepte. Ich finde jetzt nicht das, was ich gesucht hatte. Hier sind jetzt nur irgendwelche anderen Dinger. Aber ich gucke, ob ich es auf die Schnelle finde, sonst ist es egal. Aber ich glaube, es war aus Korea. Korea, Rollstuhl, Treppen oder sowas. Da findet man bestimmt was. Ja, hier. Das ist hier Spiegel. Der Rollstuhl, der Treppen steigt. Für Menschen ohne Behinderung höchstens eine kleine Anstrengung. Aber jedenfalls, es gibt jetzt so quasi so eine neue Art Reifen für Rollstühle. Und die können sich so zusammenziehen. Also die können in kurzer Zeit quasi aus dem Reifen die Luft rauslassen, indem sich hier so diese Fäden halt entweder ranziehen oder entspannen. Und wenn die rangezogen sind, ist das ein runder Reifen, mit dem man gut geradeaus fahren kann. Und wenn man diese Teile entspannt, dann wird das wie so ein platter Reifen so ein bisschen. Und dann können die damit, also es sah noch so ein bisschen aus, als ob das sie groß rumeiert. Ja, aber man kann hier, am Ende war es, glaube ich, ne? Am Ende sind sie, glaube ich, irgendwie hier über so einen Hindernisparcours gefahren. Ein möglicher Weg zu mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung, denn wirkliche Barrierefreiheit ist in Südkorea, in Deutschland, noch immer viel. Habe ich jetzt nicht gefunden, aber
Alarm. Sinan hat hier reingeradet mit 92 Leuten. Grüße. Wir haben hier gerade eine geile neue Erfindung gefunden. Eigentlich ging es um Exorzismus, aber hier, es gibt Leute, die haben einen neuen Rollstuhl erfunden, mit dem man über Hindernisse fahren kann. Und das ist ja etwas, also ich bin halt kein Rollstuhlerfinder, deswegen habe ich es nicht gebaut, aber die Idee, dass man einfach Rollstühle besser macht, statt an jede Treppe was dran zu machen, oder dass man Leuten geile Exoskeletten baut, hatte ich schon länger die Idee, ne? Und ich hätte das mal patentieren sollen. Mit den Rädern. Aber ist schon geil, ne? Das soll auch der direkte Vergleich des Morphing Wheel mit einem herkömmlichen Rollstuhl zeigen. Durch einen Kettenblock an der Außenseite kann sich das Rad... Also der eiert halt schon ziemlich rum, aber ja, ist wahrscheinlich jetzt ein Prototyp. Und wenn das dann in Serie geht, geile Sache. Also ich gönne das den Rollstuhlfahrern schon, dass die dann damit auch einfach im Treppenhaus einfach nach oben fahren können. Geile Sache. Ja, bitte mehr sowas. Mal eine gute Laune-News. Also wahrscheinlich ist es nicht serienmäßig und wird wahrscheinlich erstmal noch sehr teuer sein. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr das in den nächsten Jahren hier in Deutschland überall rumfahren sehen werdet. Aber also immerhin einen Anfang. Die brauchen ein Jetpack, finde ich auch. Ja, oder halt ein komplettes Exoskelett einfach. Das wäre auch geil. Besessenen sind meist gefesselt. Jetzt geht es wieder um Exorzismus. Da gibt es irgendwelche geilen Jesus-Menschen, die machen Dämonen aus einem raus. Gebete sollen bei der Befreiung helfen. Und vergib uns unsere Schulden, wie wir auch vergeben unseren Schuldnern. Exorzismus, das ist ein Ritual. Das war doch irgendein SM-Ding, oder? Das kannte ich bislang eigentlich nur aus Horrorfilmen. In meinem Film geht es aber nicht nur um Exorzisten. Heilung durch Jesus wird auch auf andere Art vermittelt. Geil. Das werde ich später selbst versuchen. Ich spreche jetzt zu den Szenen und zu den Bändern. Die sind leider auch dann immer so abgefuckt, wenn man sagt, dass es nicht funktioniert. Ich kenne das auch von der ESO-Messe und sowas. Die geben dir irgendeinen Stein in der Hand und sagen, und spürst es schon? Und wenn du jedes Mal Nein sagst, dann sind die irgendwann, ja, das liegt an dir. Du lässt dich nicht genug drauf ein, du bist schuld. Ja, die geben dir irgendeinen Apparat und wenn du einfach wahrheitsgemäß sagst, ja, es ist ein Stein. Ja, oder ja, du hast jetzt halt meine Hand genommen, aber... Also Jesus ist jetzt nicht in meinem Körper, dann die werden auch gerne dann angefressen. Die sind dann so wie, willst du mich eigentlich verarschen? Jesus ist nur nicht in deinem Körper, weil du ihn nicht reinlässt. Lass ihn doch jetzt endlich mal zu. Im Namen Jesus spricht er jetzt Heilung hinein, im Namen Jesus genau jetzt. Für diese Recherche bin ich viel unterwegs. Angefangen hat aber alles in meiner Heimat Unterfranken. Geil. Und zwar hier in Klingenberg am Main, wo eine junge Frau nach einem monatelangen großen Exorzismus starb. Das ist ja, aber immerhin danach hat sie... Hä, aber das ist ja voll lange her. Die katholische Kirche macht das offiziell... 76? Junge, das ist ja... Ich dachte jetzt kürzlich wenigstens. Nicht mehr, aber in einigen... What? Ey, wahrscheinlich hatte die irgendeine Krankheit und statt der Medizin zu geben, stand da dann irgend so ein Scharlatan, der mit dem Kreuz gewedelt hat und gesagt, Satan, geh raus jetzt. Satan, jetzt lass das, Mann, Satan. Und dann am Ende ist halt einfach tot. Und eigentlich hat sie gesagt, Bro, ich brauch Penicillin. Freien Gemeinden scheint Dämonenaustreibung ein Thema zu sein. Und irgendwie mit Händen hoch und gesagt, in Jesu Namen soll der Dämon jetzt verschwinden. Ich selbst wurde zwar katholisch getauft, bin aber als Erwachsener aus der Kirche ausgetreten. Cool. Es wird kein einfacher Film. Ich werde Gewalt sehen und über sexuellen Missbrauch sprechen. Das ist der Aber es ist Gewalt im Namen Jesu. Deswegen, wo ist das Problem, hä? Dämon dich missbraucht. Und haben dich sexuell missbraucht. Jesus hat sie sexuell missbraucht. Also der die Taten ausgeführt hat, der hat es für Jesus gemacht. Das war der gar nicht selber. Jesus war das. Heilung durch Jesus wird in diesem Gewerbegebiet in Dortmund angeboten. Hier hat die Josua-Kirche ihren Sitz. Hä, ist die Kirche nicht übelst reich? Warum haben die denn keine richtige Kirche? Warum ist es denn da in so einem... In so einer Lagerhalle in einem gammeligen Gewerbegebiet, was? Sie ist Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Alter. Hallo, grüß Sie. Da sieht man, dass das die Auserwählten sind. Ne? Dass Gott gesagt hat, ihr seid die ganz Besonderen. Euch gebe ich ein ganz besonderes Plätzchen im Gewerbegebiet. Na gut, ist eine Freikirche. Gut, die haben nicht den Zugriff auf das Geld, was die Katholiken verwalten. Also die Katholiken sind fucking reich. Die müssen das auch nicht offenlegen, ne? Weil religiösen Gemeinschaften irgendwie Sonderrechte haben.
Freikirche darf dann halt schön, irgendwo in so einem gammeligen Gewerbegebiet in irgendeinem Ranzgebäude sitzen. Prima. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Kommen Sie rein. Wollen Sie Kaffee vielleicht trinken? Ja, gerne. Oh, ich würde aufpassen. Einmal im Monat organisiert Matthias Wollen Sie einen Exorzistenkaffee? Lieber hier einen Heilungsdienst. Ich habe fast 40 Freikirchen für den Film angefragt. Also es ist ungefähr, ich glaube, die Wirksamkeit von diesen Heilungen durch Jesus sind ungefähr so wirksam wie Homöopathie oder wie so Chembuster oder so Sachen halt, ne? Das ist ungefähr auf dem gleichen Level. Oder wenn ihr bei Astro TV euch irgendein Amulett kauft oder so. Das heilt ungefähr gleich gut. Sie sind die Einzigen, die mich dabei drehen lassen. Jesus soll die Krankheiten der Gläubigen heilen, die der Teufel verursacht habe. Aha. Für was sind die gedacht, die Tücher? Also, wir haben das jetzt nicht so oft, aber ab und zu. Manchmal kotzt einer, ne? Mal jemand um unter der Kraft Gottes und. Unter der Kraft Gottes. Weihwasser wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Tatsächlich genau das, Blazing, wenn. Durch die Kraft Gottes. Wenn einer umfällt, dann war Gott das. Warum war das nicht der Teufel? Ich meine, das tut doch weh. Die Krankheit kommt doch auch vom Teufel. Vielleicht ist das Umfallen auch der Teufel gewesen. Weil Gott ist ja der Gute in der Geschichte. Gut, der hat vielleicht, hat er mal Sodom und Gomorra zerstört und vielleicht hat er mal so eine Sinnflut gemacht und so. Vielleicht hat er diesen armen Isaak und Abraham gequält und sowas. Aber der ist schon auch der Gute in der Geschichte, ne? Der macht eigentlich nicht so Sachen. Und gerade wenn es um Frauen geht, die würden wir dann zudecken, falls da mal irgendwie ein Shirt hochrutscht oder sowas. So. Durch die Kraft Gottes fällt die Frau um, aber die Glaubensgeschwister, die sollen ja die Brüste nicht sehen. Okay, zum eigenen Schutz. Genau, dass die dann ein bisschen geschützter sind von dem Blicken anderer Menschen. Genau. Und wie erklären Sie sich, dass die umfallen? Kraft Gottes. Und die Schüsseln, für was sind die? Ja, die Schüsseln, das ist nur zum Notfall. Ach so, falls sich jemand übergeben sollte. Genau. Rücksichtsvoll, ja. Eigentlich ist Matthias gelernter Die Schüssel kannst du denen übers Gesicht machen, falls sie eine komische Fratze ziehen, wenn sie auf dem Boden liegen. Aber kann man auch zum Kotzen. Oh, Kaufmann. Schon vor Jahren hat er auf der Straße Heilungsdienste angeboten. Inzwischen gehört er der Gemeindeleitung an. Aktuell macht er eine Ausbildung zum Pastor. Also Raum für Heilung ist ein Heilungsdienst. Scheint schon ein bisschen älter zu sein, der Film, ne? Bauchfrei ist jetzt gerade November. Da haben sie bestimmt ein paar Monate dran geschnitten an dem Ding. Wo wir Menschen einfach die Möglichkeit geben wollen, eine Begegnung mit Jesus zu bekommen. Also wir glauben nicht an Heilung, sondern wir glauben an Jesus, der heilt. Mit was für Krankheiten? Wir glauben nicht an Heilung, sondern an Jesus, der heilt. Dann aber doch. Also glaubt ihr doch an Heilung? Nur du bist nur das Medium. Ne? Dann kommen die Menschen okay. zu mir. Alles. Aber wo ist jetzt hier ein H? Da steht doch Raum für Deilung. Ist doch ein D, oder? Oder Raum für Eilung. Wie soll man darin denn ein H erkennen? Alles. Das manchmal sind auch Sachen wie Krebs dabei zum Beispiel. Ja. Und statt denen dann eine Chemo zu geben, sagst du dann, Gott, bitte mach den Krebs mal weg. Hat schon wieder nicht funktioniert. Das ist ja doof. Schade. Tja, ja, manchmal stirbt halt auch wer, ne? Manchmal kommt wer mit Krebs und ich sage dann, ne? Und dann kriegt er halt keine Medikamente, sondern stirbt halt einfach. Zum Heilungsdienst komme ich später zurück und fahre erstmal zum Ausgangspunkt meiner Recherche nach Klingenberg am Main, in Unterfranken. Ganz in der Nähe bin ich aufgewachsen. Cool. Hier sind immer so Festspiele gewesen und wir waren hier, also als Kind war ich hier, also wenn wir Austauschschüler von der Schule sehr und so interessant. Hatten. Und ich bin jetzt echt. Das ist immer cool, ne? Dieser New Journalism, wo dann noch so ein bisschen so Vlog mit dabei ist. Wo dann der Reporter noch selber sagt: Ja, hier habe ich immer gespielt, ist ganz nett hier, ne? In der Nähe von Mittelfranken. Gespannt, ja. Wie es ist, für mich nochmal hier zu sein, weil ja quasi in diesem. Unterwegs sind wir an so einem Grundstück vorbeigefahren, sah aus, als ob da ein Haus stehen sollte, aber da war irgendwie keins mehr, habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ort, so furchtbare Dinge passiert sind. In den 70ern starb hier die 23-jährige Anneliese Michel nach einem Exorzismus. Weil sie an einer psychischen Erkrankung Weil Jesus vielleicht falsch geheilt hat, oder? Mit, wurden an ihr monatelang Rituale mit Gebeten und Segnungen zur Dämonenaustreibung vollzogen. Ohne mit Aber Gott war leider nicht stark genug, deswegen hat es nicht funktioniert. Vielleicht beim nächsten Mal. Medizinische Hilfe. Ihr Zustand hat sich so verschlechtert, dass sie schließlich an Unterernährung und Erschöpfung starb.
Ich frage mich, wieso denn manchmal Leute Religion mit Esoterik vergleichen. Hä, das klingt doch... Also, diese bösen Globuli-Esser, aber das cool. Wisst ihr noch, in der Pandemie, als die Kirche so Aussteigerprogramme für Schwurbler gemacht hat, als sie gesagt haben, ey, ihr glaubt nicht an Impfungen und so, ne? Ja, voll doof, kommt mal zu unserem Aussteigerprogramm. Wir von der evangelischen Freikirche, wir helfen euch, dass ihr keine Schwurbler mehr seid. Bro, ihr seid auch Schwurbler. Ich treffe ihre alte Schulfreundin Brigitte Kittel, die damals nichts von dem Exorzismus wusste. Yeah, danke sehr, Monkeybohne. Ich bin der Dritte, genau. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Imp. Danke sehr, Crucis, danke sehr, Monkeybohne. Also ich bin tatsächlich der Dritte von der Dreifaltigkeit. Anneliese hatte seit ihrer Jugend epileptische Anfälle. Sie wurde anfangs ärztlich behandelt und ich erfahre, dass sie aufs gleiche Gymnasium ging, auf dem ich auch war. Geil. Im Studium ging es... Ja, aber sie hat ja dann noch eine Behandlung bekommen. Jemand hat mit so einem Kreuz gewedelt und so ein Gedicht aufgesagt und so. Und dann hat es trotzdem nicht geheilt. Immer komisch. Zu den Anfällen kam eine Psychose. Also Epilepsie und Psychose wurde ja diagnostiziert. Das ist geil, da haben die einfach so einen halben Satz einfach drin gelassen im Schnitt. Man kann jetzt nicht sagen, dass die... Cut. Professionell geschnitten wieder. Diagnostiziert zunächst mal von einem Arzt. Ja, aber es hat geheißen, der Arzt kann ihr nicht helfen, sie muss nach Lohr. Könnt ihr die bitte untertiteln? Ich verstehe die nicht. Lohr, also diese Nervenheilanstalt. Dort Lohr ist ein Ort, okay. Ja, du bist einfach weggesperrt worden. Du warst dann nicht mehr. Bist aber weggesperrt worden, Etzeler. Wenn du nach Lohr gekommen bist. Lohr komme bist. Das wollte jeder vermeiden. Ja. Nach Lohr wollte keiner. Und dann kann ich schon irgendwo auch nachvollziehen, wenn man sich an so einen letzten Strohhalm irgendwie. Ja. Und dann die Fahrer können es vielleicht richten. Es ist ja aber echt genauso wie bei Homöopathie, oder? Du bist abgeschreckt oder enttäuscht von der normalen Medizin, dann sagst du, suche ich mir doch eine Alternative. Er bestraft den Schmerzen der Geburt. Er bestraft den Mann, bestellt ein Feld nicht ohne Blut. Er schickt die Sinnflut der gesamten Menschheit tot. Er führt die Arche der Schöpfer neuen Lebens. Er stürzt den Engel, was Böses schafft, ist böse selbst. Er schuf sein Ebenbild, doch nicht Geduld, nein, Zorn regiert. Er schickt den Sohn, heile mir die kranken Schafe. Er führt den Hammer, treibt den Nagel in das Kreuz. Danke, Blazing Ben, für dieses... Ist das Zitat aus der Bibel? Danke, Mirebo, für dein Prime. Ich habe mich übrigens bei der Arche Noah gefragt, gibt es Berechnungen dazu, wie schwer die Tiere gemeinsam sein müssten oder wie groß? Also, weiß man das? Weiß man, welche Tiere er offiziell auf der Arche hat und wo das Wasser war und wo nicht? Weil die Sintflut hat ja nicht die ganze Erde mit Wasser bedeckt, oder? Also ich nehme an, sowas Australien oder so war ja nicht gemeint. Das heißt, der musste jetzt keine Kängurus und Koalas retten. Der hat doch wahrscheinlich irgendwo hier so, ne, der in dem Bereich, wo die Bibel geschrieben wurde oder das Alte Testament geschrieben wurde, da hat er doch ungefähr die Tiere gerettet, ne? Also wie viele verschiedene Tiere waren da? Oder wenn es weltweit war, dann musste der ja schon ganz schön weit fahren auch. Ne? Vom Song Sodom und Gomorra von Das Ich. Okay, danke sehr, Blazing Ben. Also hat der, also man kann natürlich schon mal vorher aufhören und sagen, also wenn du die Gazellen und die Löwen in eine Arche machst, die essen sich ja gegenseitig. Oder was ist denn, wenn zwei von den Tieren keinen Bock aufeinander haben und dann einfach nicht bumsen? Und wenn doch, also dann ist ja eigentlich die ganze Geschichte eine Geschichte, die aus Inzest besteht. Wenn du alles, ne, nur mit zwei Figuren als Ursprung hast und danach kriegen dann die Geschwister miteinander Tiere. Aber wenn man das jetzt alles mal außen vor lässt, die Dinos hat er leider nicht hinbekommen. Die waren zu widerspenstig, die wollten nicht mit drauf. Aber angenommen, das hätte jetzt gepasst. Angenommen, alle Tiere wissen, um was es geht und benehmen sich so lange, bis die alle Nachkommen haben. Ja? Und wenn du die alle in die Arche machst, also der Löwe und die Gazelle, die tun sich nichts. Die sitzen einfach nebeneinander und fahren ein bisschen mit dem Bötchen rum. Wie viel Masse hätten denn alle Tiere auf der Welt jeweils zweimal, wenn man die auf dieser Arche tut? Wie viel wäre das? Wie viel Volumen und wie viel Kilo? Weil das müsste ja schon eine riesige Yacht sein, oder? Aber wenn du mal bedenkst, so Elefanten, Nashörner, Nilpferde, da gibt es dann jeweils ja auch noch verschiedene Sorten von. Wenn du da jeweils zwei von hast, ne, das ist ja ein riesiger Klumpen Tier.
den du da reinkriegen musst. Also die Fische und Wale musste er nicht mitnehmen, die sind einfach weitergeschwommen, aber na, also das könnte man ChatGPT mal fragen. Wie viel wiegen alle Tiere, wenn man jeweils zwei hat? Wie viel wiegen die? Wahrscheinlich mehr, als man auf irgendein Schiff der Welt unterbringen könnte. Diese beiden Geistlichen führten mit Genehmigung des Würzburger Bischofs insgesamt 67 Sitzungen mit ihr durch. Anneliese wuchs streng katholisch auf. Sie glaubte daran, vom Teufel besessen zu sein. Geil. Sie und ihre Familie vertrauten der Kirche. Offenbar mehr als der Schulmedizin. Doch Annelieses Zustand verschlechterte sich weiter. Also ich sehe hier gar keine Parallelen zu Leuten, die an Echsenmenschen glauben oder an Hohlerde oder an Flacherde oder so ein Quatsch, ne? Gar keine Parallelen, wenn Leute an so Dämonen und Engel glauben und sagen, ich glaube, meine Tochter ist vom Teufel besessen. Das ist ja wirklich ein weltengroßer Unterschied zu diesen Verrückten, die an Echsenmenschen glauben. Also das ist ja, ne? Also so verrückt ist es ja nicht, ne? Sie gab fremdartige Laute von sich. Die Exorzisten nahmen die Sitzungen auf Tonband auf, offenbar um damit die Existenz der Dämonen zu belegen. Gott. Vielleicht hat die auch einfach geraucht. Hat deswegen so eine Stimme gehabt. Oh, jemand hat aus dem Chat eine Antwort und sagt, 100.000 Tonnen, sagt ChatGPT. Kannst du jetzt noch fragen, wie viel Tonnen das größte Schiff der Welt halten kann? Diese Stimme, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat die auch einfach eine Woche nichts getrunken oder sowas und hat deswegen so eine Stimme, weiß man ja nicht. Wer weiß, was man mit der gemacht hat. Die Tonbandaufnahmen aus den 70ern waren wahrscheinlich auch nicht so gut. Okay. Und wenn sie selber glaubt, dass sie von Dämonen besessen ist, wer sagt denn, dass sie nicht unterbewusst einfach auch solche Geräusche macht? Es fragt gerade jemand, ob das Nina Hagen ist. Ja. So rede ich auch, wenn ich hungrig bin. Die Exorzisten dachten anscheinend, dass hier... Klingt, als hätte sie unterbewusst Erwartungen erfüllt, wie sie zu klingen hat. Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Ach, jetzt wird sogar gesagt, das größte Schiff kann 560 Tonnen tragen. Also das würde sogar gehen. Wenn man moderne, heutige Schiffe hätte, dann könnte man tatsächlich von jedem Tier zwei transportieren. Und also, wenn du noch ein paar Tonnen über hast, dann kannst du ja vielleicht sogar noch eine größere Konstruktion da drauf, dass du noch so Barrieren zwischen die machst. Aber wenn du dann auch noch Proviant für alle brauchst, dann wird's schwierig, ne? Wirklich ein Dämon aus ihr spricht. Und sie versuchten das immer wieder. Wenn man jetzt sich jetzt überlegt, dass über 60 Exorzismen ein Jahr lang an so einem jungen Anfang... Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich... Da sagt jemand im Chat, das größte Holzschiff, das kann aber nur 7500 Tonnen laut ChatGPT. Aha. Aha, Noah. Da haben wir dich überführt. Ja? Wenn, dann bräuchtest du da schon so einen Flugzeugträger oder sowas oder so eine große Yacht, Clubschiff AIDA oder so. Da könntest du vielleicht die ganzen Tiere reinkriegen, aber nicht in ein Holzschiff. An der Story ist irgendwas faul, oder? Ich nicht vorstelle. Nach über einem Jahr Exorzismus starb Anneliese unterernährt. Sie hatte aufgehört zu essen und trug sichtbare Verletzungen im Gesicht. Mein Vater hat dann... Holy fuck, Alter, das ist ja ein richtig schlimmes Bild. Das sieht ja aus wie das, was auf den Zigarettenschachteln drauf ist. Ach du Scheiße. Da kommt jetzt keine Triggerwarnung auch, ne? Sonst immer schön Triggerwarnung. Achtung, hier ist ein böses Wort oder sowas drin. Und dann so ein Foto von so einer halbtoten Frau, der das Gesicht zerfressen ist, kann man einfach mal einblenden oder was? Stell dir vor, wer gestorben ist. Na, er sagt, ja, wer dann? Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen. Und das sagte, habe ich gesagt, ja, und an was? Wie kann man dann sterben in dem Alter, ne? Und das sagte ja, der Josef hat gesagt, an zu hohem Fieber. Also, ja, an Dämonen ist sie gestorben, glaube ich. Aber man kann doch an zu hohem Fieber heutzutage nicht mehr sterben. Ne? Ist auch nicht so jung, ne? Ja. Die beiden Priester sowie Annelieses Eltern... Also man kann heutzutage immer noch an allem sterben, wenn man halt einfach sagt, ich nehme keine Medikamente, ich lass Gott das machen. Dann kannst du, glaube ich, heutzutage noch an einer ganzen Menge sterben. Sahen böse Geister und Dämonen in Tabak und Alkohol. Bestimmt, ja. Ich frage mich auch, was die denken, wenn die jetzt Starlink sehen.
Wenn irgend so, es gibt ja noch so ein paar abgeschiedene Völker, die mit dem Rest der Welt nicht viel zu tun haben. Wenn die in den Himmel gucken und plötzlich sehen, dass da so eine Kette aus 20 Sternen in einer Reihe fliegt, das finden die bestimmt reichlich komisch. Also da gibt es bestimmt auch schon die eine oder andere Geschichte jetzt zu. Wurden wegen fahrlässiger Tötung jeweils zu 6-monatigen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Dennoch wurde ihr Grab zu einer Art Pilgerstätte und zieht bis heute Gläubige. Es ist vollbracht. Alter, ihr habt die umgebracht. Junge, stellt euch mal vor, ihr tötet eure Tochter und schreibt auf den Grabstein, es ist vollbracht. Holy fuck. Das ist ja richtig makaber. Die töten ihre Tochter einfach. Du hast irgendwie so Geisteskranke, die ihre Tochter umbringen. Ja, dann sagst du, naja, ihr kriegt ein bisschen Bewährung dafür. Und die sagen, lass mal auf den Grabstein, es ist vollbracht draufstehen. Du kannst dir gleich draufschreiben, jetzt ist sie tot. Also was ist das denn für ein Quatsch? Wir Besucher an. Der Fall war damals aufsehenerregend und die katholische Kirche in Deutschland hat ihre Regelungen zum Exorzismus im Anschluss deutlich verschärft. Umso erstaunlicher, dass es immer noch Leute gibt, die von Dämonenaustreibungen überzeugt sind. So wie Nature23 auf seinem YouTube-Kanal. Ja, aber was ist denn das? Also, dass du sagst, obwohl es verboten ist, gibt es immer noch Leute, die verrückt sind. Ja, du kannst halt mit einem Gesetz keinen Wahnsinn verbieten. Wenn Leute wirklich komplett bekloppt sind und den größten Schwachsinn glauben, dann kannst du nicht sagen, es ist jetzt verboten, Schwachsinn zu glauben. Bitte hört jetzt auf damit. Natürlich gibt es immer wieder trotzdem irgendwen, der so einen Scheiß glaubt. Wie kommst du darauf, dass Gott das sagt? Gott sagt, ich habe geraten, ich habe nur einen Joke gemacht. Gott sagt, das ist gut so. Wobei Gott ja eigentlich auch auf Seite der Gesetze ist. Im Grundgesetz steht ja auch am Anfang für Gott und den Menschen. Das heißt, Gott hat das Gesetzbuch schon gelesen. Ne? Gott weiß jetzt auch, dass man Exorzismus nicht mehr macht. Weil der achtet ja die deutschen Gesetze. Der selbsternannte Exorzist ist bekannt für seine angeblichen Dämonenaustreibungen, die er filmt und ins Netz stellt. Zu sehen sind fast nur Frauen. Ja, warum wohl? Weil ich habe auch von Pierre Vogel und Abul Bara habe ich gelernt, die meisten Höllenbewohner sind Frauen. Und auch sonst, also denkt ihr das nicht, dass Dämonen in Leuten sind, die einmal im Monat einfach aus heiterem Himmel bluten? Da ist doch irgendwas faul dran, oder? Also wenn das keine Dämonen sind, ich mach das nicht. Ja? Jeden Monat bluten, da muss doch der Teufel was mit zu tun haben. Unglaublich. Und Frauen wachsen sogar manchmal so kleine Wesen heran und die kommen dann da unten raus und sind so völlig schleimig und so, das ist Teufelszeug. Alter Verwalter. Typisch Y-Kollektiv. Alter Verwalter. Das will ich nochmal. Für seine angeblichen Dämonenaustreibungen, die er filmt und ins Netz stellt. Alter Verwalter. Zu sehen sind fast nur Frauen. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Okay. Natürlich werden betroffene Besessene von unreinen Geistern nach ihrem Einverständnis vorher gefragt, ob sie der Fixierung vor der Geisteraustreibung zustimmen. Ja. Gib uns unser tägliches Brot. Aber trotzdem gibt es ja Gesetze, die sagen, wer geistig nicht bei Sinnen ist, der kann nicht konsenten. Also wenn du zum Beispiel sexuelle Handlungen an geistig eingeschränkten Personen vollführst, dann zweifelt man ja auch an, ob die zustimmen können. Deswegen sagst du, Kinder können einfach auch nicht konsenten, weil die verstehen noch nicht, was da passiert. Und wenn du mit irgendwelchen Geisteskranken oder geistig Behinderten sowas machst, in der geschlossenen Mal eine Patientin, nicht ganz legal, glaube ich. Getötet hat. Die war vorher bei Hodjas, also muslimischer Exorzismus. Alter. Die drei Hodjas haben sich in die Türkei abgesetzt. Danke, Paul Zuckerbaker. Ja, ey, wenn euer Kind krank ist, dann geht zum Arzt. Ich treibe doch noch meinen Dämon aus. Der lässt mich immer toll schwelgen. Mhm. Es gibt für die meisten Sachen gibt's Ärzte. Und auch wenn das Gesundheitssystem nicht in der Verfassung ist, in der es sein sollte, ich glaube, auf den Status von einem Exorzisten fällt das nicht mehr herab. Auch wenn da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. So schlimm wird's nicht. Also wer zum Exorzisten geht, der kann es auch bleiben lassen. Ne? Da kannst du auch sagen, gut, dann mach ich halt nichts. Vergib uns unsere Schulden, wie wir auch vergeben unseren Schuldnern.
Wie heißt du, unreiner Geist, der du vorne bist? Ey, lass ab, Dämon, in Jesu Namen! Wer du vorne bist, unreiner Geist, wie heißt du? Wie heißt du, Dämon? Das sieht ja gar nicht gestellt aus. Das ist schon echt, oder? Das ist auf keinen Fall eine Schauspielerin. Wer ist dieser YouTuber, der sich als Exorzist ausgibt? Ich schreibe ihn an und hoffe auf... Ja, also, es gibt bei Esoterik einen Merksatz, der hier vielleicht auch zutrifft, und zwar arglistig oder arglos, hat mir Ali erzählt neulich. Und das trifft hier wahrscheinlich auch zu. Entweder ist das ein Betrüger, der weiß, dass man damit Kohle machen kann, oder der ist verrückt. Auf Rückmeldung in den nächsten Tagen. Zunächst möchte ich das Ganze einordnen lassen. Was sagt die katholische Kirche? Wie definiert sie den großen Exorzismus? Aber wenn du es schon mal in der Leitung hast, dann kannst du ja mal fragen zu den ganzen Messdienern. Da gab es doch so eine Studie in Frankreich. Warum sind die Zahlen denn so hoch? Warum ausgerechnet bei Katholiken? Wie ist denn das mit dem Zölibat? Zählen Jungs damit rein oder nicht? Bisher kenne ich nur die grauenvollen Tonbandaufnahmen aus Klingenberg. Ich finde das immer so interessant, was so Rechte und Konservative, wie die sich immer so aufspielen als die Kinderschützer, die dann immer erzählen so... die Drag Queens, die kommen und die machen irgendwas mit unseren Kindern. Und dann kommen noch die Ausländer und machen was mit unseren Frauen. Und dann hast du so einen Exorzisten, der was mit den Frauen macht. Oder du hast so einen Matt Gaetz, der irgendwie offensichtlich Kontakt zu Minderjährigen hat. Kontakt ich und so. Ich verstehe nicht, wie Esoterik so gut davon gut beifangt, wenn es so viele böse Menschen dort gibt, die arme Leute ausbeuten. Aber das hier ist voll böse, obwohl das alles gestellt ist. Doppelmoral. Danke sehr, GBX-Freak, danke sehr, Toastmark. Bei der katholischen Kirche sind die dann oft so... Mal gucken. Vielleicht finde ich das direkt hier. Das ist sogar von katholisch.de. Missbrauchsstudie, 330.000 Opfer, 3.200 Täter in Frankreichs Kirche. Das ist eine Hausnummer, oder? Laut einer Untersuchung seit 1950. Also 330.000 Kinder sind in der Kirche anscheinend vergewaltigt worden. Ich weiß nicht, wie viele Drag Queens man bräuchte, um auf 330.000 zu kommen. Die haben schon was zu tun, ne? Warum wird da kein Fokus drauf gesetzt von irgend so einem Ketzer der Neuzeit oder so einem Carsten Stahl oder sowas. Ne? Warum ist das nicht im Fokus, wenn es um den Kinderschutz geht? Könnte man doch mal vielleicht ein Auge reinwerfen, was so bei den Katholiken abgeht. Ne? Ist schon ein bisschen viel, oder? Danke, Wayneland. Frankreich bombardieren? Kappa. Ich habe nur einen Joke gemacht, auf jeden Fall. Das war nicht witzig. Wenn Priester Kinder zeugen, aber wenn sie andere Kinder missbrauchen, ist das okay in den Augen der Kirche. Das sind ungefähr 100 Kinder pro Täter. Vielleicht hat der eine Täter auch nur eins und ein anderer hat dafür 200. Ja, aber es wirkt schon fast serienmäßig, oder? Wenn im Schnitt ein Priester 100 Kinder misshandelt hat, dann... scheint da ja schon ein System hinterzustecken. Das ist ja nicht so, dass dem einmal die Hand oder der Schwanz ausgerutscht ist. Das ist ja dann schon anscheinend öfter passiert, ne? Impimpflick. Danke sehr, Karim. Matthias Neff ist Weltanschauungsbeauftragter des Bistums Trier. Wenn man so einen Exorzismus... Weltanschauungsbeauftragter. Exorzismus rede, dann haben sehr schnell viele Menschen... Ich finde den anderen doof, weil das ist die falsche Strömung von unserer Kirche. Unsere Kirche ist die richtige, seine Kirche ist falsch. Natürlich lehne ich das ab, was der Mann da macht. Wir machen das nicht. Wir sind die Katholiken, wir sind die Guten. Oder so. Gleich die Bilder aus den entsprechenden Filmen und Serien im Hintergrund. Also der große Exorzismus... ist eine besondere Form, und zwar des Gebetes und Befreiung vom Bösen. Das ist im Grunde ist das ein Gottesdienst. Es besteht ja aus Gebeten, das besteht aus Litaneien, das besteht daraus, dass man möglicherweise auch miteinander gemeinsam betet oder auch singt oder wie auch immer. Das Ziel ist tatsächlich... Ich soll mal bitte echt den Römerbrief 13 lesen. Das klingt, als wäre es jetzt zu lang, um das zwischenzuschieben, oder? ...die Austreibung von Dämonen. Ja. Matthias Neff von der katholischen Kirche erzählt mir, dass das nicht mehr zeitgemäß sei. Nicht mehr zeitgemäß. Damals war das okay.
oder was? Ja, jetzt haben wir ja christliche Krankenhäuser, jetzt könnt ihr ja auch da hingehen. Ne? Früher, vor 200 Jahren war das voll in Ordnung, da war das richtig geil, so einen Exorzismus zu machen. Aber jetzt in der heutigen Zeit, hallo, es ist 2024. Im Jahr 2024 wollt ihr das immer noch machen? Hallo? Und sich die Ansichten bezüglich des Teufels gewandelt hätten. Der Teufel ist jetzt gar nicht mehr so böse wie früher. Früher war der Teufel noch richtig böse, aber der hat sich zur Ruhe gesetzt. Ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt, ne? Denn heute in der katholischen Kirche, in der deutschen katholischen Kirche noch ausgebildete Exorzisten? Meines Wissens gibt es in keinem der deutschen Bistümer einen Exorzisten. Ein Exorzist ist jemand, ist ein katholischer Priester, der von seinem zuständigen Bischof mit dem Dienst des Exorzismus beauftragt wird. Und soweit ich weiß, ist das in keinem deutschen Bistum der Fall. In der katholischen? Nein, aber es gibt ausgebildete Kinder. Stopp. Nicht. Kirche in Deutschland ist Exorzismus und der Glaube an Dämonenbesessenheit offenbar passé. Der Glaube. Bei einigen Freikirchen allerdings scheint die Haltung. Die Josua-Kirche. Dazu nicht immer einheitlich geil zu sein. Hallo. Das ist doch, Alter, das steht doch nicht Heilung. Das ist doch. Wer hat denn bitte diesen Buchstaben entworfen und gesagt, das ist ein H? Ich bin so froh, dass ich nie wirklich an Religion geglaubt habe, obwohl ich sogar eine Kommunion hatte. Selbst meine Eltern glauben nicht mehr wirklich. Ich bin nicht mal getauft, aber ich wurde trotzdem in Kindergarten und Kirche da reingezwängt. Ach, das ist ein Tetris-Block, Raum für Teilung. Ein Tetris-Stein. Zurück zum Heilungsdienst der Josua-Kirche in Dortmund. Dort sollen keine Dämonen ausgetrieben, sondern körperliche Beschwerden geheilt werden. Mit Dämonen. Viele angemeldet? Ja, insgesamt 9 Stück. Alle mit Jesus. Wow. Leute. Körperliche Beschwerden. Alter, für körperliche Beschwerden gehst du zu einem Arzt für das entsprechende Körperteil. Und dann gibt er dir ein Medikament. Oder vielleicht, wenn es irgendwie... Ich hatte zum Beispiel Knieprobleme. Und dann bin ich zum Orthopäden gegangen, habe gesagt, mein Knie tut immer weh und meine Füße sind auch irgendwie nicht in Ordnung. Dann hat er gesagt, hier sind Einlagen und mach mal ein bisschen Sport, ne, und ein bisschen Quadrizeps trainieren, dann wird das weniger. Dann habe ich das gemacht, ist dann weniger geworden. Das kann man auch machen. Ne? Also es gibt in der Regel Ärzte für das, was dir weh tut. Manchmal kann man dir nicht helfen, dann tut es auch weiter weh, aber in der Regel funktioniert das besser als ein Kreuz. Egal. Ein Stück Menschen, ja. Super. Mit ganz unterschiedlichen Beschwerden sind die Heilungsdienstgäste gekommen. Viele stehen den Filmaufnahmen kritisch gegenüber. Ich frage mich, warum. Aber der eine ist ein Rocker, ne? Der hat so eine Kutte an. Das funktioniert auch gut, ja. So, was? Findest du Torik wirklich potenziell gefährlich oder kann man denn ignorieren, weil vor der Konversion Therapieanzeige fand ich denn einfach nur lächerlich, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich bin mir auch nicht sicher bei dieser Anzeige, ob das, die hat er ja bekommen dafür, dass er das angeboten hat, glaube ich, ne? Also ich weiß halt nicht genau, ich weiß nach wie vor bei Torik nicht, glaubt er das wirklich und führt er das selbst alles wirklich durch? Also es kann ja sogar sein, dass das gestellt ist. Und dann hat er ja nichts Gefährliches gemacht, sondern dann ist es ja abgesprochen, aber man weiß es ja nicht. Also ich kann das nicht bewerten, ob der gefährlich ist. Dafür bin ich da zu wenig drin. Ich finde ihn in erster Linie lustig, aber es kann ja auch beides sein. Matthias Prieber und seine Gemeinde legen Wert darauf, dass es hier nicht um Teufelsaustreibung geht, sondern um Heilung durch Jesus. Dennoch, der Teufel spielt eine große Rolle. Jesus und der Teufel haben nicht dieselbe Arbeitsbeschreibung, ja? Okay. Der Teufel macht krank, Jesus nicht. Ja. Das ist ja auch ein bisschen dumm, ne? Bisschen simpel. Die haben nicht dieselbe Arbeitsbeschreibung. Der eine macht's kaputt, der andere baut's auf. Er hat alle geheilt, die vom Teufel überwältigt waren. Krankheit hat nichts mit Gott zu tun. Krankheit hat was mit dem Teufel zu tun, ja? Ja, Gott ist nicht stark genug, den Teufel wegzumachen, oder was? Kann er den nicht besiegen? Also, was ist denn der Teufel? Wo kommt er denn her? Ist es einfach, also Gott ist einerseits allmächtig, aber der Teufel kann immer wieder an dem vorbei Scheiße bauen und Gott kann nichts machen. Ist er vielleicht doch nicht so allmächtig, oder? Wenn der Teufel irgendwie andauernd um ihn herumkommt. Du wurdest, ja, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Na sowas. Es gibt in Amerika überraschend viele große Konversion-Therapie-Angebote. Fun Fact, viele Gründe davon sind erwischt worden mit Männern oder sogar Kindern. Wer hätte das gedacht? Wie nennt man eine Gruppe, die an den Teufel glaubt? Katholiken. Das ist richtig. Danke sehr, Blazing Ben, und danke sehr, Toast Mark. Es ist so dumm, ne?
Jesus ist irgendwie Gott und der ist, glaube ich, auch sein eigener Sohn gleichzeitig. Und dann gibt es noch den Teufel und Gott ist irgendwie allmächtig, aber manchmal kann er dann doch nichts machen. Der Teufel ist die Controlled Opposition Kappa, das muss so. Ja, das ist wahrscheinlich echt so. Danke, sehr aggressiver Rabe. Also wenn irgendwo auf der Welt Kriegsverbrechen geschehen, Gott könnte den Opfern eigentlich helfen, aber irgendwie, weiß nicht, hat gerade nicht hingeguckt oder so. Also einerseits liebt er dich, das würde ja dem widersprechen, dass er da nicht einschreiten will. Andererseits, er könnte auch helfen, weil er ist ja allmächtig, aber er macht es irgendwie nicht. Also schläft er einfach regelmäßig? Ist es so, oh, es ist 1933, ich glaube, ich lege mich mal 15 Jahre schlafen. Ist das so eine richtige Beschreibung von Gott? Oder? Also. Gut, ja, Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist doch dem Kellner, oder? Danke, Jesus. Hier fällt mir Armin auf, der sehr in die Zeremonie vertieft zu sein Geil. Scheint. Der wird Kanzler, glaube ich. Armin Germany wird Kanzler. Mit welchem Leiden bist du heute hergekommen? Was war jetzt dein Hauptproblem? Na sowas. In der Gottmaschine Chronicles heißt es, dass die Gottmaschine omnipotent ist, aber nicht omnipräsent. Ah, das könnte sein, ne? Gott ist vielleicht wie so ein Planet, der einfach im Orbit um die Erde rumfliegt und manchmal ist er halt nicht nah genug dran und dann kann er leider nichts machen. Der Armin ist wahrscheinlich mit seinem Motorrad umgekippt und hat sich am Knie wehgetan und jetzt möchte er, dass da ein bisschen Kreuz drüber gewedelt wird und dann tut es nicht mehr weh. Mein Hauptproblem heute war tatsächlich mein Rücken, oberhalb der Gürtellinie und meine Kniescheiben. Da könntest du ja ein bisschen Hyperextension und Beinpresse machen. Und hast du jetzt eine Verbesserung oder eine Heilung erfahren? Ja, ich bin mit Schmerzen hergekommen und kann jetzt sagen... Dann habe ich ein bisschen Ibu genommen, ne? Und Jesus? Und jetzt tut es nicht mehr weh. Wird an Jesus liegen. Ich finde es witzig, wie du als Atheist ein besseres Verständnis vom Christentum hast als die meisten Christen. Ich kenne viele religiöse Leute, die mit vielen Atheisten befreundet sind, weil sie ihre eigenen Leute in der Religion seltsam finden. Ich frage mich, warum. Ich bin schmerzfrei. Ich habe mich spritzen lassen. Es bringt alles nichts. Die Heilung kommt von unserem Herrn Jesus Christus. Ich selbst bin nicht das ist echt eine Psychose, oder? Gläubig. Dennoch möchte ich mich auf das Thema einlassen und Matthias Prieber oder wie er sagt, Jesus, eine Chance geben. Oder einfach mal die rechte Hand geben. Ja, aber ihr muss ja erstmal irgendwas wehtun. Kann die sich wenigstens für den Film irgendwie mit dem Hammer auf den Daumen hauen oder sowas? Also, und dann gucken, ob Jesus das wegmacht oder was tut ihr weh? Vielleicht kommt es ja gleich noch. Das würde mir auch schon reichen. So, was tut dir weh? Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du Jana Gares liebst. Ich spreche jetzt zu den Sehnen und zu den Bändern in dem Namen Jesus. Ach, die Sehnen und Bänder tun mir weh. Ich spreche jetzt Heilung hinein in dem Namen Jesus, genau jetzt. Jetzt. Ja, und hat funktioniert wahrscheinlich nicht, ne? Ehrlich gesagt, ich spüre nichts. Keine Spontanheilung. Und wie sich später... Man sagt, ja, beim ersten Mal funktioniert es nicht, ne? Du musst schon oft kommen. Das ist halt doof, wenn du jetzt nur hier für deinen Film das einmal ausprobieren willst, kann ja nicht funktionieren. Komm einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder und ein paar Jahren dann irgendwann vielleicht. Ne? Herausstellen wird auch langfristig nicht. Der Abend verwirrt mich. Wer hätte das gedacht? Alle scheinen vollkommen in Trance zu sein. Hä, aber der Mann hat doch kurz bei Jesus angerufen und gesagt, Jesus, kannst du das bitte heile machen? Hat nicht funktioniert. Vielleicht mag Jesus dich nicht. Doch bei mir kommt das nicht an. Danke, danke, Jesus, dass du Jana liebst, also halt ein bisschen, ne? Also auch nicht genug, um ihr die Schmerzen wegzumachen. Gibt es da auch eine Gefahr, also so ein, dass man halt noch tiefer fällt, wenn es nicht funktioniert? Das kann tatsächlich die Gefahr sein, ja. Ach so, ja doch, ein bisschen aber nur, ne? Sind auch jetzt zum Beispiel diesmal sind Leute da, die waren jetzt schon zweimal da gewesen mit der gleichen Sache. Kann man Überdosis Jesus kriegen? Warum ist das Messcode vom Vatikan ein Junge? Soll das eine Anspielung sein? Ähnliche Meinung zum Mascot? Das ist dieses Anime-Viech, ne? Vatikan Mascot. Ich kann es ja mal zeigen. Die haben sich so ein Anime-Figürchen hier erstellen lassen. Das ist das neue Maskottchen vom Vatikan. Sieht aus wie so eine fucking Animal Crossing-Figur. Wobei die Kirche mit Crossing ja auch ein bisschen was zu tun hat.
Luz, das Vatikan-Maskottchen. Oder Luke, Luz, keine Ahnung. Ja, ich fand's witzig. In erster Linie fand ich's lustig, dass es das jetzt gibt. Du nimmst uns auf den Arm. Nee, das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich das neue Maskottchen vom Vatikan. Wusstet ihr das nicht? Nicht? Hier, komm, wir suchen den kurz. Vielleicht gibt es hier irgendeine, haben wir irgendwie eine seriöse Quelle? Guck mal hier. Spiegel, Wikipedia. Wikipedia, wie spricht man das aus? Louvre, Light. Okay, das ist das Official Artwork. Das ist das Maskottchen der katholischen Kirche. Zum 2025. Jubiläum. Mit der katholischen Kirche ist es auch einfach, sich immer zu merken, in welchem Jahr die jetzt gerade Jubiläum haben. Das Jahr steht in der Regel auf dem Kalender drauf. Also musst du dir gar nicht merken, wann die gegründet wurden. In manchen Ländern taufen Priester Serverräume damit, diese nicht abstürzen. Das sind richtig witzige Bilder. Das Maskott finde ich ganz cool. Habt ihr das gesehen? Hier, ich weiß nicht, ob ihr das findet, der geilste Stage der Pandemie, ne, ist einfach gewesen, das war einfach die geilste Phase in der Pandemie, dass die Taufe einfach mit einer fucking Wasserpistole gemacht wurde. Da macht der Priester einfach Weihwasser in so eine scheiß Wasserpistole und macht mit 1,50 Meter Abstand, schießt er auf das Baby. Das ist schon fucking geil gewesen. Ich finde, das könnten die schon öfter so machen. Das war schon fucking geil. Ich glaube, das war einer meiner Lieblingspandemie-Momente. Also wir bieten dann an, wir beten nochmal gerne für dich, ne? Und solange, bis es gut ist, ne? Also, aber. Hat es denn da geholfen? Also ist man da. Ja, also es hat punktuell hat's geholfen. Also in dem Moment war der Schmerz weg gewesen. Ja. Aber der kam dann halt wieder. Ja, gut, kann halt Placebo sein. Ja. Also genau, es ist basically exakt genau das gleiche wie bei Homöopathie. Ich esse das Zuckerkügelchen und sage, okay, ich merke nichts. Ja, und irgendwer bildet sich ein, dass es was macht und sagt, oh, mein Schmerz ist weg, weil ich die Kügelchen gegessen habe. Ja, okay. Gut, aber dann brauche ich halt auch keinen Heilungsdienst. Also einerseits ist das sehr faszinierend, dass diese Gruppe, ich na sowas. Und diesen Stream hier so wie die Priester die Serverräume. Finde ich auch gut. Ich finde, die sollten ihre Serverräume mit der Super Soaker segnen. Gruppenarbeit, dieser Gruppenglaube, diese. Schön in den Serverraum, in die Lüftung reinschießen mit ganz viel Weihwasser. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Diese Faszination da ist und den Leuten scheinbar auch zumindest kurzfristig hilft. Ob es langfristig macht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Was ist denn, wenn einer zu dem Typen hinkommt und sagt, bitte heil mich mal mit ein bisschen mit Jesus? Dann funktioniert das nicht. Kommt er nochmal? Funktioniert es wieder nicht? Ist der dann wenigstens so ehrlich zu sagen, okay, Bro, dann geh mal aber wirklich ins Krankenhaus jetzt? Also der kann natürlich irgendwie psychosomatische Schmerzen kann der vielleicht wegmachen. Aber wenn du halt wirklich dahin gehst und sagst, ey, ich hab schon halt wirklich Krebs, ne? Ist der dann wenigstens, hat der dann so einen Backup-Plan und sagt, ich glaube, das ist was Ernstes. Bro, mach mal vielleicht doch Chemo. Aber für mich ist es auf der anderen Seite. Na, das wäre schon fahrlässig, das nicht zu machen. Schwierig, wenn man seine komplette Lebensverantwortung sozusagen Gott in die Hände legt und abgibt. Ja, das ist echt bescheuert. Die Menschen in der Josua-Kirche, in welcher es um Heilung körperlicher Leiden geht, scheinen ganz zufrieden zu sein. Wobei, du hast dich doch mal beschwert, dass die Christen langweilige Figuren haben und jetzt haben die eine Anime-Figur. Ist das nicht gut? Ja doch, das ist gut. Ich finde das witzig. Ja, ich fand sonst immer, dass sie die alten Religionen oder auch die Hindus, also die Hindus oder die Griechen oder die Römer, die haben so vielseitige Götterwelten und wir haben halt immer nur Jesus da hängen. Ne? Es ist immer nur der eine tote Mann.
Und es ist cool, dass die jetzt auch diesen kleinen Animal Crossing-Typen haben. Ist schon geil. Aber ich finde auch, also die sollen, ich habe gerade überlegt, wenn man immer so über Volksabstimmungen und sowas redet und Leute an so etwas glauben, ja, und die sogar sterben würden dafür, dass sie sagen, Jesus, mach meinen Krebs weg. Vielleicht ist die Volksabstimmung eine bessere Idee, nachdem man das ein paar Jahre gemacht hat. Ich weiß nicht, also manche Leuten kann man halt nicht helfen, oder? Es gibt, glaube ich, Leute, die glauben echt verrückten Scheiß und dann holst du die da raus und dann glauben die anderen verrückten Scheiß. Also wenn die unbedingt wollen, dann bin ich da vielleicht einmal liberal und sage, okay, ich halte es für sehr dumm und ich glaube, man kann auch wissenschaftlich nachweisen, dass da nichts von funktioniert. Aber ey, wenn du dich da gerne platt machen lassen willst, dann, also, weiß ich nicht, muss ich dich retten oder ist das vielleicht Evolution? Ich weiß, Evolution ist bei denen nochmal ein schwieriges Thema, aber naja. Die Christen haben damals in Irland deren Mythologie geendet und jetzt sind dort alle Figuren keine Götter mehr, sondern Menschen, die Berge werfen können. Christen machen alles schlimmer und langweiliger. Aber also Menschen, die Berge werfen können, ist schon auch irgendwie cool. Gott schuf die Menschen nach seinem Ebenbild und dann ersäufte er sie, weil sie nicht perfekt waren. Hab vergessen, wo ich das her hab. Ja, es gibt auch von Frank Zappa ein Lied, wo er sagt, die Leute hier sind dumm und hässlich. Und wenn Gott sie nach seinem Abbild erschaffen hat, dann müsste Gott ja auch dumm und hässlich sein. Ah, schwierig, blasphemisch, bloß nicht. Doch in einigen Freikirchen scheint es darüber hinaus ein Angebot für seelische Leiden zu geben. Im sogenannten Befreiungsdienst soll eine Befreiung von Dämonen stattfinden. Diese Frau, deren Namen ich nicht nennen werde, erzählt mir von der prägendsten Erfahrung ihrer Jugend. Oh, geil. Eine Dämonenaustreibung an ihrem jüngeren Bruder. Sie war damals 14 und er 10 Jahre alt. Ach du Scheiße. Ja, also basically Kindesmisshandlung. Also man kann es auch so benennen, wie es ist, oder? Es ist keine Dämonenaustreibung, es ist Kindesmisshandlung. Hauskreis, das heißt, das waren so ein paar Ich werde nicht Leute. Sagen, wie sie heißen, also nennen wir sie einfach Lisa S. Nee, warte, lass sie lieber L. Simpson nennen. Ja. Lieblingsmythologiefigur? Meine ist Sun Wukong. Oh, Sun Wukong finde ich der stark, ja. Boah. Ich finde den Leviathan auch ganz cool. Aber Wukong ist schon auch einfach fucking geil. Ich mag halt auch Affen gern. Bestimmt, wie es weitergeht. Im Pimplul. Danke sehr, Karim. Also wir sollen ja nicht das Gleiche, ne? Aber Sun Wukong ist schon auch, der ist schon geil. Gefällt mir auch sehr gut. Und ein Hauskreisleiter. Außerdem, ey, Wukong Clan ain't nothing to fuck with. Ja, die dann wahrscheinlich irgendwann gesagt haben, so, er ist bestimmt besessen von einem Dämonen. Mhm. Und dann haben sich alle in den Kreis gestellt und das Kind halt in der Mitte. Mhm. Und haben halt um das Kind oder auf das Kind eingebetet quasi. Mhm. Und irgendwie mit Händen hoch und gesagt in Jesu Namen. Hebt mal eure Hände hoch für Jesus. Soll der Dämon jetzt verschwinden. Der angebliche Grund, Verhaltensauffälligkeiten des Kindes. Diese wurden Dämonen zugeschrieben. Aber es war insofern intensiv, dass da so ein Gemurmel entstanden ist und dann manchmal auch Leute, ich weiß nicht, ob dir der Begriff Sprachengebet was sagt, dann halt auch irgendwelche Worte gebrabbelt haben, die keiner versteht und dann wurde zwischendurch geschrien. Ja. Ich hatte große Angst dabei. Ja, sowas. War immer geil, wenn jemand stärker war, konnte er sich einfach in etwas Stärkeres verwandeln. Ja, ist halt ein geiler Mann. Und bei Dota kann er sich in eine Rune oder in einen Baum verwandeln. Und er kann auf die Bäume draufhüpfen und so. Ist schon cool. Als ich das beobachtet hatte, für mich war das... Also ja, ist schon selten auch, dass ein Kind verhaltensauffällig ist. Das muss schon der Teufel gewesen sein, oder? Also ich war auch verhaltensauffällig als Kind, aber ich habe dann irgendwann den Teufel zum Geschäftsmodell gemacht. Irgendwie so das, was mich bestärkt hat darin, ich muss mich gut verhalten, ich muss irgendwie mich an die Regeln halten und muss unbedingt so das gute Beispiel sein, weil es wäre richtig schlimm für mich, wenn ich halt das Kind wäre, was dann in die Mitte muss und mit dem so eine Austreibung gemacht wird. Wie hat das dein Verhalten verändert? Du hast wahrscheinlich Angst vor deinen Eltern gehabt. Also ich war so das brave Kind, so der Inbegriff des braven Kindes, habe mich bemüht, irgendwie mittendrin zu sein bei den Hauskreisen. Heute ist sie Atheistin. Sie hat in einer neuen Stadt ein neues Leben begonnen und eine Therapie gemacht. Da ich weder Ort noch Namen der Kirche kenne, kann ich den Fall auch nicht weiter überprüfen. Also mit anderen Worten, typisch Y-Kollektiv, ihr trefft irgendjemanden,
lasst euch irgendeine Geschichte erzählen, die man nicht prüfen kann. Also genauso gut hätte ich mich da auch bewerben können und denen einfach erzählen können, ja, ich habe auch damals, wurde ich immer exhortiert. Ne? Also ich als Kind andauernd. Meine Eltern, die haben immer wieder mich auf, haben sie mich in so einen Kreis von Kerzen gelegt und haben so Ritual gemacht und so Gedichte aufgesagt und so. Immer wieder passiert, ne? Aber ich habe kein Foto und ich sag dir auch nicht, wo das war, aber ich schwöre, das ist wirklich passiert. New Journalism. Ich fliege in den Urlaub. Weil in Deutschland keiner der kirchlichen Exorzisten oder Befreiungsdienstler mit mir sprechen möchte, sitze ich im Flieger nach Warschau. Geil. Vor über 10 Jahren habe ich ein Auslandssemester in Krakau verbracht. Mein Eindruck, im Vergleich zu Deutschland wird in Polen... Man hat immer bei Kindern, die den langweiligen Unterricht nicht möchten, gesagt, sie haben ADHS, obwohl alles gut war. Mhm. Ist mir so passiert, ich fand Holt-Cartoons geiler als Diktate. Ja, fand ich auch. Mein Deutschlehrer hat damals meine Mutter angerufen in der 3. Klasse und hat sie am Telefon angeschrien, ich sei lernbehindert, weil ich bei ihm im Diktat nicht mitgemacht habe. Turns out, hat nicht gestimmt. Ich hatte einfach nur keine Lust, Diktat zu machen. Aber er hat gesagt, wenn der Junge das nicht mitmacht, dann scheint er wohl sehr dumm zu sein. Nun. Polen offener über Exorzismus gesprochen. Gleich werde ich 2 echte Exorzisten treffen. Da war Polen offen, badumts. Yeah, danke sehr, Manhunters. Danke für Prime. Ich glaube, das müssen sie sein. Dzień dobry. Okay, ich glaube, das sind die polnischen Exorzisten. Sehen ein bisschen anders aus, als ich mir vorgestellt habe. Ein bisschen älter und dicker, als ich mir vorgestellt habe. Sehen aus, als wäre das so ein Rockerclub. Aber mit den Sonnenbrillen, ey, die wird da gleich hinten in den Van gesteckt. Die haben kurz abgecheckt und gesagt, fuck, Alter, da sind auch noch Kameraleute und mehrere Mitarbeiter und so. Jetzt ist doch gefährlich. Wir dachten, die kommt alleine. Ne? Wäre die alleine gekommen, hätten wir die da einfach hinten in einen von diesen Autos reingesteckt. Aber jetzt hat die halt noch mehrere Leute mit dabei. Abbruch. Ja, wir exorzieren nur ein bisschen. Aber gut. Dzień dobry. Guten Tag. Dzień dobry. Hey. Ich kann mich auf Polnisch verständigen. Doch für eine genaue Übersetzung... Haben die Männer eigentlich, Satan in ihrer Wampe drin? Oder ist das anders zustande gekommen? Hilft mir heute Diana. Peter Szelkiewicz und Grzegorz Twuszniewski sind Priester der anglikanisch-episkopalen Kirche. Peter hat mir ein Video mitgebracht. Guck mal, Satan hat ihm ein paar Zähne weggenommen. Warum das denn? Indem er zum Exorzieren Weihwasser benutzt. Kann er das wieder rein exorzieren? Die mit Weihwasser behandelt. Na sowas. Die polnischen Exorzisten. Das klingt wie so Wrestling. Ey, kann Martin Guerrero die casten vielleicht? Die wären schon witzig. Das wäre schon eine geile neue Wyatt-Family für deutsches Wrestling. Kannst du vielleicht reinholen. Dritte ist ein junges Mädchen, das eine Abtreibung hinter sich gehabt haben soll. Ja, echt eine Sauerei. Warum macht ihr denn sowas? Erstmal jetzt vollkleckern mit so einem Zeug. Also man sieht ja hier ganz offensichtlich, dass sie keinen Bock darauf hat. Das nicht so toll findet, von ihm da gereinigt zu werden. Ja, also das wirkt ja gar nicht wie so ein alter Mann, der Bock hat, ein junges Mädchen anzufassen, oder? Das wirkt ja schon so, als ob das irgendwie wegen Jesus ist. Und nicht, weil der sich nebenbei vorstellt, wie das Kind zustande gekommen ist und gesagt, oh geil, Alter, die bumst sogar schon. Und ich kann die jetzt auch mal anfassen und mit so Wasser bekleckern. Übel geil. Ne? Jetzt geil, ich kann noch einen nackten Fuß anfassen. Das klingt ja gar nicht, als wäre es sowas, oder? Okay. Es fühlt sich irgendwie illegal an, sich das anzugucken, ne? Ja, schon. Es hat ja gar keinen komischen Beigeschmack. Ich glaube, der heilt die einfach nur, ne? Für mich wirkt das eher verstörend. Ja, ein bisschen, ne? Warum zittert sie die ganze Zeit? Ja, weil die Schiss hat vor euch, Alter. Die hat wahrscheinlich auch keinen Bock, da zu sein. Und wahrscheinlich hat der Vater die da vorbeigeschickt oder so. Alter. Alter, ja, jeder Mensch leidet, wenn er von dir begrapscht wird, Alter. Weil er befreit wird. Kommt da so ein 70-jähriger zahnloser Opa an und begrapscht die jungen Mädchen und sagt, das ist Befreiung. Warum musste man sie von Dämonen befreien? Also, und was waren denn die Auswirkungen des Dämons? Ich dachte, von Dämonen befreit wurde sie in der Abtreibungsklinik. Ah, nicht lustig. Zakonnice kościoła i przez księży wykuta, ta seksualnie. Warum?
Ich würde das wirklich nochmal lesen. Ich verstehe ihn ja leider nicht. Warum musste man sich von Dämonen befreien? Also, und was waren denn die Auswirkungen des Dämons? Weil sie von den Nonnen der Kirche und von Priestern sexuell geschädigt wurde. Und dann habt ihr gedacht, Retraumatisierung auch gute Idee, ne? Einfach nochmal machen. Also die ist ein Missbrauchsopfer und ihr dachtet, ja, voll gute Idee, die jetzt so anzufassen, wenn die zittert und gar keinen Bock darauf hat, ne? So ein traumatisiertes Mädchen ein bisschen begrabschen für Jesus. Wir retten die ja damit, ne? Ich soll hier hin, damit man die Untertitel sehen kann, okay. Dann kann man die Gesichter nicht mehr sehen, ne? Inwiefern ein Exorzismus einem minderjährigen Kind, welches bereits so viel Leid erfahren haben soll, helfen könnte. Ja, die große Hilfe. Große Hilfe, wenn du dann nochmal von so einem Opa begrabscht wirst. Und was hat das Ganze jetzt gebracht? Also das ist ja eine Tortur. Das Mädchen leidet ja ohne Ende. Ja, die hat halt eine Traumareaktion, Alter. Was für befreit. Also das sieht man doch. Die ist traumatisiert, weil die vergewaltigt wurde wahrscheinlich. Wir wissen jetzt nicht, ne? Sexuell geschädigt von den Priestern. Ne? Ist jetzt offen, was mit ihr passiert ist. Aber ziemlich wahrscheinlich traumatisiert. Und dann kommen diese zwei älteren Typen an, ja, bekleckern die mit irgendeinem Wasser, begrabschen die und die zittert. Ziemlich klar, eindeutig Traumareaktion. Ihr habt die einfach retraumatisiert und erzählt, nee, Jesus, ich hab die befreit. Ekelhaft seid ihr, Alter. Bläh. Widerlich. Einfach Triebtäter. Ja, das ist der Ubanjona. Ja, nix hast du befreit. Ich meine, er stellt sich jetzt hier so dar, als ob er jetzt da hilft. Jetzt muss man mal ganz klar festhalten. Nee, Alter, der hat nicht geholfen. Das ist ein ekliger Triebtäter, der ein kleines Mädchen anfassen will. Wenn ich als Kind missbraucht werde und eine Abtreibung vornehme, das Kind ist ja minderjährig, ist es nicht sinnvoll, dass man in eine schulische Psychotherapie geht, also zu einem Psychiater oder einem Therapeuten, der einem hilft, das Erlebte aufzuarbeiten? Ja, das ist ja doof, wenn man zu dem Therapeuten geht, dann kann er die ja gar nicht begrapschen. Ja? Das ist ja dann für ihn ist das ja doof, für den Täter. Für den Täter ist es eine blöde Sache. Also Therapeut, da legst du dich dann hin und redest mit dem oder sowas, ne? Oder machst Verhaltenstherapie, das ist ja doof. Der will ja lieber grabbeln. Ist das nicht sinnvoller, als eine Befreiung durchzuführen? Leckarsch, das ist ja auch. Hat er Leckarsch gesagt? Hat er den Satz begonnen mit Leckarsch? Abtreibung vornehmen, das Kind ist ja minderjährig. Was machen Sie denn mit dem Kind? Leckarsch. Ist es nicht sinnvoll, dass man in eine schulische Psychotherapie geht, also zu einem Psychiater oder einem Therapeuten? Der eine ist es nicht sinnvoll, zu Therapeuten zu gehen? Leckarsch. Das Erlebte aufzuarbeiten. Ist das nicht sinnvoller, als eine Befreiung durchzuführen? Leckarsch, das ist ostatnia osoba na ziemi, do której się zwracamy o pomoc. Was für eine Aussage. Der Arzt ist die letzte Person auf der Welt, an die wir uns wenden, um Hilfe zu bekommen. Nun ja. Ich würde das über jemanden anders sagen. Vielleicht sehen wir den jetzt gerade im Bild. Vielleicht will ich zu diesem Mann auch Leckarsch sagen. Ja. Direkt danach treffe ich mich in einer angemieteten Wohnung mit einer jungen Frau. Diese soll jahrelang gegen ihren Willen von Priestern der katholischen Kirche exorziert worden sein. Ich nenne sie Irena. Ihr Gesicht zeige ich nicht. Zum Interview begleitet sie der polnische Journalist Paweł Kostowski. Er hat einen Aber das Bild war cool. Film über ihren. Ey, die Bilder sind ja Hammer. Das ist schon geil. Das ist so eine Mischung aus H.R. Giger und Tyranniden, oder? Das ist schon cool gezeichnet. Fall gedreht. Seit sie ein Kind ist, zeichnet sie und ist fasziniert von Gothic und Heavy. Alter, sie macht das ja übel gut. Die ist ja richtig begabt, das ist voll gut. Babcie, która znęcała się religijnie i psychicznie, fizycznie nade mną, co spowodowało we mnie jakąś taką wczesną traumę związaną z niektórymi religijnymi praktykami. Irena kommt aus einer polnischen Kleinstadt. Sie erzählt mir, dass ihre Großmutter ihr und ihren Freunden vorwarf, eine satanistische Sekte zu sein. Nur weil sie sich in ihrer Pubertät gern... Ja, ey, ich wäre jederzeit lieber in einer satanistischen Sekte als mit diesen zwei dicken Perversen, die da die kleinen Mädchen anfassen und die retraumatisieren. Dann würde ich mich lieber von denen als Satanist bezeichnen lassen, als so eine Scheiße mitzumachen. ...schwarz anzogen, sich stark schminkten und Heavy Metal und Gothic Musik hörten. Ja, können wir machen.
Es war auch ihre Großmutter, die sie gezwungen habe, Teil einer streng katholischen Kirchenbewegung zu werden. Ja, und dann fragen sich Leute immer, warum ich so ein Problem mit Religionen habe, ne? Also wir haben jetzt wieder ein gutes Beispiel bekommen. Führt doch auf der Welt eigentlich immer wieder zu mehr Leid als Positivem. Also positiv für solche wie die zwei dicken Männer, aber ja, wenn man halt so ein skrupelloser Grabscher ist, dann ist es wahrscheinlich eine tolle Sache, aber ja, wenn man halt dieses Mädchen ist, dann nicht. Była ta modlitwa, która wyglądała jak jakiś taki mroczny rytuał, że były zgaszane światła, paliła się świeczka, ci wszyscy ludzie powtarzali w kółko, jak mantrę te modlitwy. Ja się źle poczułam, chciałam wyjść i oni przez to, że chciałam wyjść, uznali to, że to jest szatan, który się boi ich modlitwy. Oni mnie tam osaczyli. Ja wpadłam w jakąś taką histerię. I wtedy pojawił się nagle ksiądz. Irena war damals 18 Jahre alt und ging aufs Gymnasium. Die Treffen mit dem Exorzisten sollen von 2011 bis 2014 stattgefunden haben. Nie musiałam z nim rozmawiać, spowiadać się. W pewnym momencie doszło do tego, że ja musiałam zamieszkać z tym księdzem. Po prostu porozmawiał z moimi rodzicami i z biskupem, że ja mam z nim mieszkać. I doszło do tego, że ten ksiądz spał ze mną w jednym łóżku. Oder was? Alter, ekelhaft. A podczas modli... Oh, was für ein Zufall, ne? Dass immer irgendwie junge Mädchen mit so einem alten Sack ins Bett gehen müssen. Zum Heilen, ne? Ich mach da den Satan raus, indem ich... aber die muss dann schon in meinem Bett schlafen. Ne? So ein 60-jähriger Priester mit so einem minderjährigen Mädchen, der befreit die. Der macht Satan aus denen raus. To przybrało już tak... bardzo przemocową formę, że ten ksiądz zapraszał innych księży. Alter, was zum Fick? Którzy się kładli. What, Alter, das klingt halt echt wie was, wofür du in den Knast gehen solltest. Holy fuck. Die haben die gewürgt und mit Öl eingerieben? Haben sie bestimmt mit gerettet, ne, vor Satan. Die na mnie, którzy mnie dusili, którzy mnie molestowali. Alter, ekelhafte Leute. Wycierali mnie różnymi olejami. Jak ja krzyczałam, to... Ja, warum schreien die Mädchen denn immer, wenn man so Sachen mit denen macht? Das ist ja völlig verrückt, oder? Das ist echt wie mit Hexen damals, dass man sagt, wir wickeln die in den Sack, dann schmeißen wir die in den Fluss rein und wenn die untergehen, dann war es halt eine Frau, aber wenn die hochkommt, dann ist eine Hexe, dann zünden wir die an. Okay, ja, cool. Und hier ist halt auch wieder so, wir foltern die ganze Zeit und wenn die dann schreit, dann sagt man auch, die schreit ja wie ein Dämon. Dann ist ja was dran gewesen, ne? Na dann... Dann mussten wir die wohl weiter irgendwie einreiben und würgen und widerliche Leute, Alter. Pani zawsze mówi, że to demon. I mi to wymawiali. Sie haben sich, also es waren mehrere Priester. Und die Priester haben den Dämon dann da raus vergewaltigt wahrscheinlich, ne? Sie haben sich auf dich gelegt und sie versuchten, dir weiß zu machen, das muss jetzt so sein, weil an, das ist der Dämon. Ich missbraucht. Und haben dich sexuell missbraucht. Ja, mit dem Dämon treibt man am besten mit dem Pimmel aus wahrscheinlich, ne? Tak, ksiądz stwierdził, że jak bardziej krzyczałam, a raczej ta część, która mnie broniła, mojej psychiki. Ey, ich weiß, es ist ein Hot Take für viele, aber ich finde, erstens, Schritt 1, Religion gehört komplett privatisiert. Das soll mit dem Staat überhaupt gar nichts zu tun haben. Ja, so wie das Atatürk in der Türkei gemacht hat damals, in Deutschland könnte man das auch machen, komplett separieren voneinander. Ja, komplett Säkularität. Und wenn dann so etwas passiert, alle in Knast, oder? Also sonst bin ich kein Fan von Knästen. Aber wenn irgendwelche alten Säcke auf die Idee kommen, dass sie sagen, dieses minderjährige Mädchen müssen wir mit Öl einschmieren und würgen, um den Satan rauszukriegen. Und wenn sie schreit, dann war es der Teufel. Ey, für sowas brauchen wir die Polizei eigentlich. Genau solche Typen, die müssen hinten in den Mannschaftswagen rein und dann ab in die Zelle fahren. Also, ekelhaft, ey, das kannst du nicht geben. Ta demoniczna, w cudzysłowie, to on bardziej chciał w to brnąć. Czyli jak ten ksiądz mnie dotykał, to uważał, że jego ciało jest konsekrowane i demon się tego boi, więc on musi im bardziej mnie dotykać, tym bardziej ten demon się będzie bać. Vergewaltigung unter dem Deckmantel eines Exorzismus. Unfassbar. Und ansonsten, ey, diese Zölibat-Scheiße. Ich habe ja eben das mit den Franzosen eingeblendet, ne?
Christen sind ja immer so mit, oh nee, ich darf keine Frau heiraten, weil Gott will das nicht. Gott will, dass ich enthaltsam bin. Dann haben sie die ganze Zeit Samenstau. Und wenn sich da eine Gelegenheit ergibt mit einem kleinen Kind, ne, dann lass die doch irgendwie eine andere christliche Frau bumsen oder sowas. Ist doch nichts dabei. Aber ich finde, wenn es Himmel und Hölle gibt und es irgendwie nach Ethik sortiert ist, dann ist Vergewaltiger doch auf jeden Fall in der Hölle, oder? Und wenn du irgendwelche Kinder misshandelst, dann kannst du doch nicht sagen, naja, da gibt's doch keine, da gibt's doch wahrscheinlich bei Gott dann auch kein Rausreden. Oder wenn du da einfach pro Priester irgendwie 100 Kinder misshandelt hast, die kommen doch alle in die Hölle, oder? Diese 3200 Priester da in Frankreich. Also wenn es eine Hölle gibt, dann doch für die. Ja, und dann lass die doch hetero, homo, bi, was auch immer sein, solange alle Beteiligten gleich alt sind ungefähr, ne, oder zumindest erwachsen, ehe die halt sowas machen, ehe die andauernd irgendwelche Kinder misshandeln. Junge, Kirche kann echt einfach weg, das ist so ein Mistverein. Irina erzählt mir noch, dass sie mehrfach versuchte, sich das Leben zu nehmen. Mit Beginn ihres Studiums zieht sie in einer Nacht- und Nebelaktion weg und beginnt ein neues Leben. Als Pavel Kostowski den Fall öffentlich macht, wird dem beschuldigten Priester die Erlaubnis zum Exorzieren entzogen. Ja, warum gibt es überhaupt irgendeinen Priester, der die Erlaubnis zum Exorzieren hat? Warum muss denn sowas passieren, dass man dann diesem einen Typen dann die Exorzismuslizenz wegnimmt? Warum gibt es überhaupt irgendjemanden, der die hat? Weitere Ermittlungen werden offenbar aus Mangel an Beweisen eingestellt. Unsere Anfrage an das zuständige Bistum bleibt unbeantwortet. Inzwischen hat Irina Klage. Echt mal, diese Scheißkirche, die wird immer viel zu sehr mit Samthandschuhen angefasst. Die haben auch so eigene Archive, wo, ne, das war jetzt hier diese Zahl mit den 3000 Vergewaltigern in Frankreich. Ja, das war ja katholisch.de. Und die Kirche, die kann andauernd immer sagen, wir wollen die Polizei nicht in unsere heiligen Hallen reinlassen. Unser Archiv, das kriegt ihr jetzt noch nicht. Ja, regelmäßig im Vatikan und so, da wird immer wieder gesagt, was haben denn die Katholiken hier so gemacht? Gib mal die Archive frei. Und sie sind immer so, ja, nee, wir wollen das jetzt nicht. Wir wollen das intern erstmal klären. Warum? Ihr seid ein ganz normaler Verein einfach. Warum? Ich finde, die sollten keinen Sonderstatus kriegen. Wenn im Kegelverein vergewaltigt wird, dann kann der Chef auch nicht einfach sagen, wir lösen das selber. Dann gehen da die Bullen rein. Falls du mit Hörbüchern was anfangen kannst. Hör mal das Mittelalter von Johann Eisenmann. Geht schön auf katholische Kirche. Vielleicht merke ich mir das. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ist jemand jetzt hier im Chat, der sich das vielleicht anhört. Beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Vatikan enteignen, echt mal. Zurück in Deutschland meldet sich Nature23, der Exorzist aus dem Internet. Wobei eigentlich ja das Gegenteil. Eigentlich privatisieren und dann so klein wie möglich machen. Ne? Aber schon denen die Kohle wegnehmen. Ich finde, die Kirchen haben viel zu viel Geld. Internet bei mir. Er schickt mir dieses Video. Die Finsternis. Fahr aus diesem Körper aus. Fahr aus im Namen des Herrn Jesus Christus. Und Renner Geist, fahr aus im Namen des Herrn Jesus Christus. Das sind echt einfach fucking Misshandlungsvideos. Das ist ja unglaublich. Und Renner Geist, fahr aus im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich spreche per Videocall mit ihm. Markus B., alias Nature 23, möchte nicht, dass sein Gesicht im Fernsehen gezeigt wird. Es gab ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, das inzwischen eingestellt wurde. Ja, warum? Stolz erzählt er... Warum wird das eingestellt? Zeigt man die nicht sonst immer hinter so einer Schattenwand? Ja, wie er sich die Fähigkeiten eines Exorzisten selbst angeeignet hat. Ach, der hat sich gar nichts angeeignet, der begrapscht Mädchen. Die Frau... Die Fähigkeit habe ich auch, aber ich frage die halt vorher. Und in der Regel sind die erwachsen. Also immer... Okay. Wie in diesem Video exorziert wird, soll folgende Diagnosen haben: Autismus, Depression und Identitätsstörungen. Ja, dann musst du da natürlich ein bisschen dran rumgrapschen und die fesseln. Dann wird das bestimmt besser, ne? Autisten einfach ein bisschen begrapschen, dann sind die wieder gesund. Diese Erkrankungen führt er auf Dämonen zurück. Was für ein Dämonen Wichser, sind Alter. Unterschiedlich. Der eine mag Musik nicht, der andere mag vielleicht Wasser nicht. Das ist auch so wie bei Menschen. Ja, so wie bei Menschen, ne? Bei den Menschen, die du da fesselst, die mögen das nicht, ne? Aber das ist der Dämon, der das nicht mag. Das ist unterschiedlich, genau. Der Geist, der Engel, so kann man es ja auch bezeichnen, ja, der ist ja ähnlich wie ein Mensch mit Gefühlen und unterschiedlichen Charaktermerkmalen. Und so ähnlich wie ein Mensch. Verstehe ich das jetzt richtig? Wenn ich jetzt die Person mit Wasser bespritze, also gehst du davon aus, dass quasi der Dämon, der in dir drin sein könnte, sozusagen das Wasser nicht mag und deshalb ausfährt? Habe ich das richtig verstanden? Boah, es ist so fucking dumm. Es ist so fucking dumm.
du spritzt einem Menschen Wasser ins Gesicht, der zuckt und man sagt, ah, der Dämon in dir drin zuckt. Der Mensch, den du mit dem Wasser bespritzt, der zuckt. Es ist nicht so schwierig. Genau, so kann das sein. Junge, was für ein Typ. Er behauptet, einer der Männer im Video soll ein echter katholischer Priester sein. Aber warte mal, Markus B., der Typ von Wirecard, der ist auch Markus B., oder? Zufall? Ist das, das ist das, was er jetzt macht, nachdem Jan Masalek abgehauen ist. Ne? Das wenige Einzelfälle, wo ein Priester sagt, ich mache das trotzdem, obwohl ich keine Genehmigung vom Bischof habe. Es sind darunter welche, mit denen ich auch zusammenarbeite. Überprüfen kann ich auch das nicht. Auch bei der Deutschen Bischofskonferenz ist kein solcher Fall bekannt. In Guantanamo machen die das auch so. Da haben die ganz viele Leute mit Dämonen drin und dann machen die so Elektroschocks und Waterboarding mit denen und so. Und die Dämonen in den Menschen drin, die mögen das in der Regel nicht, wenn man die waterboardet. Besonders Identitätsstörungen scheinen Nature zu interessieren. Auffällig, er behandelt fast nur Frauen mit dieser Diagnose. Laut eigener Aussage schon mehr als 40 von insgesamt über 75 Behandelten. Hattest du denn jetzt von all diesen Fällen, die du genannt hast, überhaupt also 40 Stück mit dieser Störung, einen Fall, bei dem am Ende die Krankheit geheilt war? Also ich weiß von einem Fall. Ist das bei ihr jetzt quasi langfristig gewesen? Und diese Person hat dann nach ca. 1,5 Monaten gesagt, ich möchte gerne wieder eine Hexe sein und möchte im Hexentum wieder tätig sein. Das ist die Hexe, die wir glauben. Und jetzt sind die Stimmen wieder da. Genau. Warum überlässt Markus B. den Job nicht einfach ausgebildeten Ärzten oder Psychiatern? Weil er halt Geld will wahrscheinlich und weil er grabschen will. Ist offensichtlich in völlig anderen Sphären unterwegs. Besonders erschütternd ist... Warum lässt der Verrückte das nicht einfach einen Profi machen? Well. ...für mich die folgende Szene, in der die behandelte Person plötzlich einen Asthmaanfall bekommt und offenbar kurz bewusstlos ist. Alter, das ist aber übrigens eine coole Zelda-Hose. Das kann lebensgefährlich werden. Für Nature war es der Dämon. Ja, der Dämon. Also wenn die stirbt, dann hat der Dämon die mitgenommen. Der Dämon ist gestorben. War das so, dass hier in unseren Augen der Dämon, da sind wir uns heute auch sicher, hat gewisse Pressatmung mit Absicht durchgeführt. Alter, warum hat der seine Hände auf dem Tisch, ohne dass da Handschellen dran sind? Oder? Du wirst wegen jedem Scheiß wirst du belangt irgendwie. Du sagst im Internet, dass irgendein Politiker ein Pimmel ist, zack, hast du die Bullen da. Dann hast du einen Typen, der sowas macht und der sitzt da ohne Handschellen und sagt, ja, ich hab da, also die Frau wäre fast gestorben, aber das war der Dämon. Warum hat der keine Handschellen an? Damit dieser Asthmaanfall ausgelöst wird. Wir haben versucht, Selena wieder vorzuholen. Sie hat ja kurz ihr Bewusstsein verloren. Sie war zu dem Zeitpunkt nicht anwesend, sondern dieses Wesen. Einen Monat nach Dreh erklärt mir Nature 23, dass sich ihre Symptome nach der letzten Behandlung stark verbessert hätten. Ja, genau. Nach eigener Aussage macht er das Ganze übrigens kostenlos. Ja, weil er grabschen darf. Für mich ist das total absurd. Ich fahre zu Sekteninfo NRW ist, glaube ich, aber auch so ein christlicher Verein, oder? Sekteninfo NRW. Hier werden Betroffene, die mit Religion... Steht einen das hier? Monat nach Dreh erklärt mir Nature 23, ich will das nochmal sehen. Leider spult das immer so weit Tome zurück. Nach der letzten Behandlung stark verbessert hätten. Will man die Glock laden. Klick, klack. Nee, das will man nicht. Man will die Handschellen, klick, klack. Laut eigener Aussage macht er das Ganze übrigens kostenlos. So, ich bin mal gespannt. Für mich ist das total ab... Sekteninfo Nordrhein-Westfalen. Information und Beratung... zu neuen religiösen oder ideologischen Gemeinschaften, da steht nicht drauf. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das irgend so ein christliches Ding gewesen ist auch. Ich fahre zu Sekteninfo NRW. Hier werden Betroffene, die mit religiösen Sondergemeinschaften Probleme haben, beraten. Die Psychologin... Mit religiösen Sondergemeinschaften. Ja, wenn du in einer normalen religiösen Gemeinschaft bist, alles tippitoppi. In Bianca Liebrand hat sich auch... Wobei ich sagen muss, wenn man das alles sieht, natürlich sind mir die gemäßigten Christen... deutlich lieber als so etwas. Die glauben natürlich an Sachen, die ich für Kokolores halte, aber solange deren Religion daraus besteht, einmal die Woche am Sonntag in eine Kirche zu gehen, sich eine nette Geschichte anzuhören, vielleicht ein Liedchen zu singen mit der Gemeinde, ne, dann sollen die das halt machen. So, das ist mir doch egal. Das tut ja keinem weh, ne? Wenn die irgendwie, dann trinken sie ein bisschen Rotwein oder dann essen sie so eine Oblate oder so, können die gerne alles machen, ja, mir doch egal. Aber es driftet leider, also Religion hat halt irgendwie immer das Potenzial, dass da sowas bei rumkommt. Immer wieder. Irgendwie hat jede Religion
so ein paar Leute, die das so auslegen. Und da kann man sich doch fragen, hat das mit der Religion vielleicht ein bisschen was zu tun? Ja, wie gesagt, also normale religiöse Leute, die einfach friedlich sind und nett zu anderen Leuten sind, sind mir natürlich lieber als alles, was wir hier jetzt heute gesehen haben. Es wird aus dem Chat gesagt, der Verein ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband und der International Cultic Studies Association. Außerdem besteht eine Kooperationsvereinbarung mit dem Informations- und Dokumentationszentrum der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Nordrhein-Westfalen in Köln. Die Arbeit wird zum großen Teil vom Land NRW und der Stadt Essen finanziert. Die Deckung der Gesamtkosten jedoch muss durch Spenden gewährleistet werden. Okay, dann haben wir ein bisschen Info zu dem. Eingehend mit Nature 23 beschäftigt. Das Problem, die von ihm behandelten Frauen laufen in mehrfacher Hinsicht Gefahr, noch schlimmere Schäden davonzutragen. Verlasse diesen Körper und nenne deinen Namen. Nenne deinen Namen, unreiner Geist. Unreiner Geist, verlasse diesen Körper in Jesu Namen. Frau liegt dort, ist in der Opferrolle, Mann steht da und schreit irgendwas vor sich hin. Ja? Hm. Im Namen Jesus, weiche, böser Geist. Was ist das? Hier werden... Widerlich ist das. Es ist widerlich, oder? Können wir so stehen lassen. Meinte Josef Fritzl, wäre davon gekommen, wenn der am Ende einfach gesagt hätte, ich habe das für Jesus gemacht? Gezielt psychisch instabile Frauen auch angesprochen und ihnen versprochen, man könne ihre schwerste psychische Erkrankung durch so einen Exorzismus heilen. Und da sehe ich wirklich eine ganz große Gefahr, dass dort Menschen noch mehr in ihre psychische Erkrankung getrieben werden, als sie... Ja, also wie... Gut, das machen ja Sekten auch sehr gerne. Sekten und Esoterik, die suchen sich halt irgendwelche psychisch Vorerkrankten oder labilen Personen, Leute, die schon vorher ein Trauma haben. Prostitution macht das auch ganz gerne. Ne, solche Leute kann man sich ganz gerne ranziehen und die sind leicht beeinflussbar, die haben wenig zu verlieren, besonders wenn die eh schon mal drüber nachgedacht haben, sich umzubringen, dann denken die auch, naja, wenn alle Stricke reißen, kann ich ja immer noch das machen, ne? Und dann kannst du halt wirklich die Ärmsten der Armen ausnutzen, um mit denen so eine Scheiße zu veranstalten. Widerlich ist einfach. Sowieso schon Sinn. Und natürlich suchen diese Frauen ihn dann auch auf, in der Hoffnung, geheilt zu werden. Ja, sowas. Willst du wirklich jetzt Kirche heraufbeschwören? Nee, den beschwöre ich am Donnerstag herauf. Seriöse Therapieplätze sind heute schwer zu bekommen. Die Wartezeiten betragen oft Monate. Der Leidensdruck bei so einer schweren psychischen Erkrankung ist immens. Und selbstverständlich, wenn man sehr schwer erkrankt ist, ob es jetzt Krebs oder eine psychische Erkrankung oder sonst irgendein Leiden ist, man sucht nach dieser Nadel im Heuhaufen. Man möchte gerne wieder gesund werden. Gesundheit ist das höchste Gut, was wir haben. Ein Leidensdruck. Ich muss übrigens jetzt schon mal ein Fazit ziehen, obwohl wir noch 2 Minuten haben. Bisher war das, glaube ich, der beste Y-Kollektiv-Film, den ich bisher gesehen habe. Ist mir gerade so aufgefallen. Also sonst, ich hatte auch im Y-Kollektiv ja immer wieder mal viel zu meckern gehabt. Die Reportage war doch jetzt erstaunlich gut im Vergleich zu dem Mist, den wir da sonst zu sehen bekommen haben. Druck, der einem nach jedem Strohhalm greifen lässt. Also ich habe gerade erst vorgestern diese Reportage gesehen, wo sie über Ketamin berichtet haben und gesagt haben, hey, diese Drogensüchtige wirkt, als hätte sie alles im Griff, das ist ja super. Und dann im Vergleich dazu sind ja Welten. Und dann wird von solchen Hardcore-Christen aufgeregt. Mhm. Was stimmt mit denen nicht? Ja, das ist nämlich gemein, ihre arme Religion. Wie kann man denn bloß irgendwas über die sagen? Ne? Also die Religionen haben doch nie irgendwas falsch gemacht. Und wenn man sich dann jetzt über die aufregt oder über die lustig macht, völlig gemein. Die Armen. Danke, Ducky Boy. Und der letzten Endes auch zu diesen beiden hier führen kann. Ich treffe die beiden polnischen Exorzisten erneut. Und zwar am Friedhof in Klingenberg. Als ich ihnen von meinem Film erzählt habe, war es ihre Idee, hierher zu kommen. Und sich dazuzulegen. Sie sehen es als ihre Aufgabe, an Anneliese zu erinnern. Ah, okay. Also es ist schade, dass sie so früh gestorben ist, dass sie die nicht auch noch begrapschen konnten, ne? Das denken die wahrscheinlich gleichzeitig im Hinterkopf. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Unser täglich Brot gib uns heute. Boah, Alter.
Handschellen gibt uns heute. I odpuść nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili. Czy prosimy o stawiennictwo naszych świętych? My jako księża często nie potrafimy powstrzymać uczuć, emocji, łez, które nam towarzyszą, gdyż te emocje pochodzą od Boga. Warum ist das für euch so emotional? Können Emotionen nicht immer unterdrücken, wie zum Beispiel eine Erektion. A przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, aby pokazać, że opętanie diabelskie naprawdę istnieje. Anneliese Michel sollte heutzutage doch ein abschreckendes Beispiel für Exorzisten sein. Naja. Das war Anneliese vor den Exorzismen. Ja. Das war sie danach. Yes. Ihr seht den Unterschied zwischen diesen beiden Bildern. Ja, aber das war der Teufel. Satan war das, ne? Also hier normale 20-Jährige, hier abgemagert und total fix und fertig. Was ist eure Erklärung dafür? Ich hab ne Vermutung, der Dämon. Satan oder der Dämon. Es war auf jeden Fall nicht der Exorzismus. Es war nicht, dass die runtergehungert war. Es war der Dämon war das. Leroy will gehen. Danke sehr für den Tier 1. Vielleicht kann er ja zum Exorzisten und dann geht's. Das für diesen Unterschied. Pamiętajmy, że Anielis Michel zgodziła się dobrowolnie. Wir sollten daran erinnern, dass Anneliese Michel freiwillig zugestimmt hat, ein Opfer für alle Menschen zu bringen. Well, that escalated quickly. Aha. Also die haben ein junges Mädchen getötet und der dicke polnische Priester sagt, naja, aber die hat ja zugestimmt. Da kann man die ja töten, oder was? Also, was? Es ist noch bescheuerter, als ich vermutet hatte. Ich dachte, der sagt jetzt sowas wie, ja, da war der Dämon drin und der Dämon hat halt gewonnen. Der Exorzist hat sein Bestes getan, aber der Dämon war leider stärker oder so. Aber jetzt sagt er so, ja, die hat ja zugestimmt, ne? Dann kann man die ja töten. Also, das ist, holy fuck. Ponieś ofiarę za nas wszystkich ludzi. Nic by nie zmieniło w jej wyglądzie. Ponieważ nichts würde ihr Aussehen ändern. Ja, vernünftige Ernährung und Medizin hätte ihr Aussehen geändert. To opętanie było. Weil die Besessenheit eine freiwillige Entscheidung war, durfte sie ja direkt zu Gott gehen. Was redest du für einen Unsinn? Holy fuck, die hätte genug essen und trinken müssen und Medikamente bekommen müssen. Dann hätte die auch nicht so ausgesehen. Bo z dobrowolnej woli Anielis Michel i z dopustu Pana Boga. Ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, dass Annelieses starker Glaube, die extrem religiöse Erziehung und das große Leid, das sie erfahren hat, sie irgendwann dazu brachte, sich aufopfern zu wollen. Mhm. Ja, weil du die halt jahrelang indoktriniert hast mit irgendeinem Schwachsinn. Du hast dir halt einen Hirnwurm in den Kopf gesetzt und der hat dann irgendwann das Hirn aufgegessen. Wie gesagt, ich persönlich glaube nicht an Gott. Und daher auch nicht an Heilung durch Jesus. Eine Reise endet da, wo sie begonnen hat, am Grab von Anneliese Michel. Und ich bin immer noch erstaunt, wie viele Menschen auf eine angebliche höhere Macht hoffen, wenn es um ihre eigene Gesundheit geht. Was ist hier? Hier ist nicht Dennis beteiligt gewesen. Dennis hat nur den Ketamin-Film mitgemacht, ne? Das war Jana. Aber hat sie gut gemacht. Gut gemacht. Also wie gesagt, ich finde, es ist der beste Y-Kollektiv-Film, den ich bisher gesehen habe. War informativ, hat uns die Abgründe der Katholiken gezeigt mal wieder, wie so oft. Aber ja, es fand ich war besser gemacht als das, was wir da sonst gesehen haben in der letzten Zeit. Dafür gibt es den Win der Woche. Und bitte exorziert mich nicht. Ich hoffe halt wirklich, dass diese Leute da irgendwie verfolgt werden, weil holy fuck, das kannst du nicht machen. Basically sind es Triebtäter. Na gut, hätte mir am Ende noch mehr Priester-Bashing gewünscht. Ich glaube, das spricht für sich. Also diese beiden polnischen Priester, die du da stehen hast, gehabt hast, der Untertitel alleine reicht aus. Ich glaube, da musst du nicht mehr viel zu sagen. Na gut. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Ein sehr unlustiges Video. Aber dafür gut. Tschüss.